Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Thief 4, nachdem wir gerade eben erst im Stream Thief 3 beendet haben. Wir sind wieder mal in einem Live-Let's Play. Das heißt, hier so nebenbei läuft der Chat mit auf Twitch. Also nicht wundern, wenn ich auch mal auf die ein paar Mal eingehe. Oder wenn ihr nächste Mal live dabei sein wollt, einfach auf Twitch rübergehen und gucken. Vielleicht läuft ja Thief 4 noch oder ihr seid ein bisschen später. Aber dann habt ihr alles auf YouTube schon zur Verfügung. Ich heiße euch recht herzlich willkommen, wenn ihr Bock auf die anderen Thief-Teile habt. 1, 2, nochmal einen kleinen Mod zwischen 1 und 2 und 3 findet ihr alles komplett in der YouTube-Historie bei mir auf dem Kanal. Und ich will sagen, wir schwafeln gar nicht so lange drumherum und starten ein neues Spiel in Thief 4. Es reimt sich fast, aber auch nur fast. Bin gespannt. Gucken, was kommt. Bestimmt eine gute Videosequenz. Oh, erstmal Schwierigkeit. Schurke. Ein Spaziergang für geschäftige Diebe, die einfach nur sorglos stehlen wollen. Die Gegner sind schwach und weniger aufmerksam. Außerdem gibt es reichlich preiswerte Ressourcen. Dieb. Eine normale Balance für erfahrene Diebe, die gerne ein gewisses Risiko eingehen. Gegner sind fähig und aufmerksam. Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden. Meister. Schwere Zeiten für Diebe, die denken, dass alleine die Herausforderung zählt. Gegner sind tödlich und Zivilisten dürfen nicht K.O. geschlagen oder getötet werden. Ressourcen und Upgrades sind teurer. Die Fokuszeiger leert sich schneller. Und Eigen. Eine professionalisierte Erfahrung für Diebe, die gerne selbst sagen, wo es lang geht. Bestimme mit verschiedenen Einstellungen den Grad der Herausforderung, sammle Punkte, um dich in den Bestlisten zu platzieren. Nee, wir spielen Meister. Wie auch damals in den alten Teilen versuchen wir, Morde zu vermeiden. Zumindest Morde an Zivilisten. Das heißt, wir spielen Meister. Zivilisten dürfen wir nicht töten. Wir dürfen sie bestimmt K.O. schlagen, aber wir töten sie nicht. Ich fühle mich schmutzig. Ach, weil du dich selbst gequotet hast? Ach, Sarah-Line, ist doch kein Ding. Wer will das? Ist doch nicht schlimm. Quote 32. Verpiss dich. Wo habe ich das denn gesagt? Ach so, vor einem halben Jahr. Interessant. So. Meister. Du kannst den Schwierigkeitsgrad nach dem Start eines neuen Spiels nicht mehr ändern. Möchtest du trotzdem fortfahren? Ja. Ist aber sehr unfein, dass ich das nicht ändern darf. Es gibt ja noch diese zwei extra Quotes, ne? Tipp und irgendwas anderes, ne? Also Ausrufezeichen, Tipp war ein spezieller Quote und Ausrufezeichen, irgendwas anderes war noch ein spezieller Quote, den man immer wieder benutzen kann. Ich bin gespannt. Was passiert? Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Der Fall Prolog. Das war ein sehr kleines Intro. Abend des Midsommertagfests. Da schläft jemand auf dem Boden. Oder auf dem Bett sozusagen. Oh. Okay, das. Das E hat offensichtlich auch getrunken. Hui. Hier ist es zu hell. Aber schön. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Ey, schön animiert. Er wappelt ein bisschen viel, würde ich sagen. So ist so ein bisschen, als ob er auf betrunkenen Beinen stehen würde. Hier hinten ist ein Glockenturm, da will ich auf jeden Fall irgendwann hin. Also für einen Hafen, ich will ja nichts sagen. Ah nee, das ist kein Hafen, das ist eine Brücke, okay. Ich hätte gerade sagen sollen, hey, da ist aber ein bisschen viel Strömung, ne? Oh la la. Hey, ihr Nukula. Draw me like one of your French hollows, ne? Hatten wir euch noch. Das Spiel sagt dir explizit, du darfst keine Zivilbevölkerung K.O. schlagen. Ja. Aber das ist ja... 6 Gold. Alles klar. Oh, das Blinken ist aber so ein bisschen so...
Ob ich mir das nicht irgendwann ausschalte? Taschenuhr. Wir sind schon bei 40 Gold. Und da hinten blinkt auch was. Ey, das Blinken? Kann man das Blinken ausschalten? Ich glaube, das Blinken stört mich. Bin doch nicht blöd. Hallo? Anzeige? Nee, das ist bestimmt dann Spiel hat. Fokusmodus. Erlaubt dem Spiel des einzelnen Fokusmodus. Okay. Interaktionsaufforderung. Blendet die situationsabhängigen Interaktionsindikatoren für Objekte ein. Ist es das? Wir gucken mal. Nein, das Blinken ist immer noch da, ne? Oder hört es jetzt auf zu blinken? Nein, sie blinken immer noch. Das war es nicht. Weiß zufällig einer, wie man das ausmacht? Wegpunktmarkierung ist es nicht, Gefahrensymbole nicht, Gegner ist es nicht, Übersichtskarte und übrigens nach das Drehen ist es auch nicht. Ah, wir haben noch mehr. Fadenkreuz, Journalaktualisierung, Sammelbenachrichtigung, blendet beim Einsammeln von Objekten der Namen ein. Das ist schön. Lichtkristall, blendet den Lichtkristall ein. Wow, okay. Objekthervorhebung, hebt interaktive Objekte in der Umgebung hervor. Okay, ich glaube, das nehme ich weg. Beute funkeln. Zeigt ein Funkeln auf Beuteobjekten in der Umgebung an. Das will ich aushaben. Beim Schlösserknacken visuelle Hilfe anzeigen. Na, schauen wir mal. Wir gehen mal nach und nach durch. Irgendwie hängt so Quote etwas rum. Was hängt die Quote? Ja, kann sein. Das ist, vielleicht ist der Bot ein bisschen langsam. Also, dass wir zumindest suchen müssen, ne? Und nicht nur blind durch die Räume gehen. Deswegen will ich das Blinken nicht haben. Eine Schere. Kann ich das... Achso, ich kann es wieder zumachen, ne? Okay, super. Jetzt ist es schon so ein bisschen spannender, ne? Jetzt müssen wir nämlich zumindest auch mal gucken. Drücke leer, um niedrige Hindernisse zu klettern. Ist klar. Das nehmen wir auch mit. Also wenn ich mal irgendwas einstelle, weil ich denke, das finde ich geiler so, dürft ihr das gerne kommentieren, ob ihr das auch mögt. Also zum Beispiel, dass das Blinken jetzt aus ist, ob ihr das auch besser findet oder... Ob ihr lieber doch Blinken haben wollt, weil... Weiß nicht, vielleicht findet ihr das schön, wenn es blinkt. Ich finde es aber einfach so ein bisschen cooler, wenn man hier so ein bisschen rumsnüffeln muss. So, ich glaube, hier sind wir durch. Ah, wir können nochmal die schöne Kerzenanimation machen. Wohoho. So, wir balancieren stabil. Ey, das sieht schön aus. Ich muss sagen, es sieht schön aus. Halte E. Anheben E. Ich halte doch E. Achso, tappen. Okay. Das nennst du ein Juwel, Sariline. Okay, ich kann das nochmal wieder aufmachen. Wir haben einen Besen, einen Vorhang, eine Tür, die nicht aufgeht, Gerümpel. Hallo. Plötzliche Bewegungen in der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in der Nähe alarmieren. Okay, warte mal. Wie war Schleichen? Steuerung, ne? Okay, alles klar. Hallo Vögelchen. Ich bin dafür, dass Code 51 das Kürzel Anlauf bekommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Quote, der von mir geäußert wurde, präsent und prägnant in all meinen Streams sehen möchte. Vielleicht werde ich diesen Wunsch aber nachkommen müssen. Hallo Vögelchen. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Er ist gut zu Vögeln. Oh. Hi. War ich nicht. Ich hab dich nur angerempelt. Alter, die ticken ja alle durch. Bewege die Maus, um nach versteckten Schaltern hinter dem Rahmen zu suchen. Drücke E, um zu betätigen. Ich merke gerade, meine Stimme wird nasaler. Ich werde bestimmt wieder krank. Woran erkenne ich... Ah. Cool. Das gefällt mir voll.
Bewege die Maus, um den Ansatzpunkt der einzelnen Stifte zu finden. Drücke E, um die Stifte in Position zu bringen. Okay. Alles klar. Ich muss also einfach nur die Maus bewegen und gucken, dass ein Ball reinkommt. Das ist machbar. Klick. Hallo, liebes Juwel. Was zum... Oh. Ist ja noch jemand. Tja, im Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. F1 Journal öffnen. Sammlerstücke. Achso, 1 von 9 Unikate. Ah, es gibt also Unikate. Und hier drin haben wir das funkelnde Federkleid. Ein vergessenes Andenken an Lady Christianas feierwürdige Jugend vor dem Unfall, seitdem sie wie besessen für verletzte Vögel sorgt. Ach, sorry. Ich werde, glaube ich, langsam ein bisschen müde heute zum Lesen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das lesen müssen. Ich lese ja eigentlich immer sehr gerne alle Texte durch. Ich weiß aber noch nicht. Seilpfeil. Drücke 8, um einen Seilpfeil auszurüsten. Eben war es noch der Wasserpfeil. Halte linke Maustaste, um den Bogen zu spannen. Lasse linke Maus los, um einen Seilpfeil auf den Balkon über dir zu schießen. Wohin genau? Ah, dahin. Drücke leer, um zu springen und nach Seilen zu greifen. Mit W kannst du an diesen hinaufklettern. Alles klar. Quote 55, bitte French. Saraline, merkst du dir das bitte? Was ich als Befehle einfügen soll? Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Folge Aaron. Halte in Bewegung Umschalt, um zu laufen. Während du läufst, kannst du mit Leerlücken überspringen und über Häuserdächer klettern. Alter, das ist ja voll Assassin's Creed. Er wobbelt ein bisschen beim Laufen, aber sonst. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Lichtkristall. Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du zu sehen oder in den Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Captain Obvious. Ich lauf gerade. Also, lauf wohl. Finde Bassos Instruktionen. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne raus. Okay. Drücke E in der Nähe von Ecken, um einen Blick um die Ecke zu wagen. Dabei bist du nicht so einfach zu entdecken. Halte AD zum Lehnen. Okay. Du schreibst mir das, damit ich das merke. Wir sehen uns dann drüben. Was sie denn da? Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab. Der Mittsommertag vorbei ist. Doch warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau nicht alle. Wie die Wachen. Viele. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Muss mal kurz gucken. Hatten wir Stimmen? Stimmen wir noch auf Lautstärke voll, ne? Ah, nur Sprecher. Lass mich raten, die sind hier Soundeffekte. Ne? Ich mach mal Soundeffekte wieder ein bisschen lauter. Mal gucken, ob Stimmen lauter werden dadurch. So, liebe Freunde. Wie komme ich denn an euch vorbei? Quicksaven suche ich noch.
Sekunde. Optionen. Normalerweise würde ich das machen, bevor ich anfange zu spielen, aber wir haben ja quasi im Stream angefangen zu spielen. Spiel speichern, Spiel laden. F5 und F9. F9 geht gar nicht. Spiel laden muss F12 sein. Und F12 ist auch wiederum ein Steam-Screenshot. Na egal. Zurück, 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 zurück und F5. Speichert er gar nicht? Quick Save Lot ist leer. Was? Wieso speichert er nicht? Spiel speichern. F5. Ist doch genau das, was ich möchte. Spiel laden F12. Zurück, 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 zurück. Ah, ich vermute, darf ich hier nicht quicksaven. Okay. Dann ist auch okay. Das habe ich gesehen. Ich bin ja auch nicht blind. Auch wenn wir keinen Blinkes-Dienst mehr haben. Ein paar Sachen sehe ich ja doch noch. Ihr könnt auch gerne die Augen offen halten. Also, gerade ihr bei Twitch. Garrett, komm schon. Ich bin mir mit den Wegpunkten noch nicht so ganz sicher, weil die habe ich auch ständig im Gesicht, ob ich das mag. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Ist sie das Mädel aus dem Ende von 3? Bestimmt, ne? Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Wie wär's mit einem Wettkampf? Wer am meisten einsackt, gewinnt. Das schaffe ich, meine Kleine, du. Das bestimmt das Mädel. Haben wir jetzt irgendwie... Achso, wir sind noch reingezoomt. Ah, da kommen wir nicht hoch, weil da brauchen wir den Haken für, okay. Drücke R, um Gegenstände mit dem Schlagstock zu zerstören. Was soll ich denn mit dem Schlagstock zerstören? Ah, ich muss öfters draufhauen. Okay, alles klar. Okay. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Sie haben also eine längere Vergangenheit. Eine Schere? Warum wollen wir diese wertvolle Scheren überall haben? Halte ihr gedrückt, um Schlüssellöcher zu spähen. Machen wir gleich. Oh, er kann also mehrere Kerzen ausmachen. Der ist ja voll geil. Wie heißt denn das Mädchen aus dem dritten? Wissen wir nicht. Wir haben die ganz am Ende, in der Endsequenz haben wir die kennengelernt. Da hat, Garrett wurde zu einem Hüter. Und er hat dann so ein Mädel aufgefangen, quasi, was ihn beklauen wollte. Und ich denke mal, er sie ist an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Okay, wir können hier also durchgucken. Alles klar. Wie komme ich denn wieder raus? Ach, Rechtsklick. Okay. Hä? Wie mache ich den? Ah. Oh. Okay. Ah. Oh, ist aber teilweise echt knapp. Ich bin dann mal weg. Alles klar, Neo. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Und bis zum nächsten Mal bei Thief 4. Oder Dark Souls. Oder was anderes. Ich glaube, Kerzen ausmachen wird mein neues Hobby. So, wir
Wir müssen sie erschlagen. Wir brauchen mehr Sachen, die wir finden. Neues Dokument. Dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. F1. Tagebuch des Voyeurs. Oh, Madame Flowers. Beziehung zu Wachmann wird fortgesetzt. Ehemann immer noch absent. Anonymen Brief abschicken. Mr. Questionmark. Wohnung auf der anderen Straßenseite angemietet. In unterem Stockwerk muss sich ein verborgener Wandtresor befinden. Links von der Treppe. Ständig gehen wertvolle Gegenstände durch seine Hände, aber ich sehe nie genau, wo er sie versteckt. Wusste doch, dass er nichts Gutes vorhat. Paxman. Nicht seit mehreren Tagen. Verstorben. Habe nie Verwandte gesehen. Geld für Erben. Alles klar. Wohnung gegenüber im Erdgeschoss. Da müssen wir hin. Ist okay. Machen wir. Bei der Treppe im Erdgeschoss gibt es einen verborgenen Tresor. Ich würde nur raten, dass du dir mit den Schlösserknacken lieber Zeit lässt. Wachen hören das und können davon sogar wach werden. Also lieber vorsichtig. Oh. Also quasi ähnlich wie vorher, nur noch ein bisschen schwieriger. Oh, hallo. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Hier kann ich soweit nichts tun. Es ist nichts zum Klauen. Cool. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. So, so. Das habe ich gar nicht mehr gehört, dass mit den Entenflügeln klingt lecker. Das hat die einfach verschwiegen. So, wir machen uns den Weg wieder frei. Also falsch ausgedrückt, sie hören es nur, wenn du es verhaust. Wenn ich richtig liege. Ja, das hatte ich so verstanden. Von wegen Zeit lassen, in dem Sinne, dass... Die haben Strom? Oh ja. Aber ja, das gab es ja in Thief vorher auch schon mal. Ach, das ist der Tresor schon. Das war ja jetzt nicht so schwer. Da ist wieder so ein Rabenviech. Es blitzt sehr auffällig, wenn... Oh! Ist der Stream gerade eingebrochen? Ja, er müsste sich gleich wieder fangen. Aber danke für den Tipp, Lexis. Es ist sehr gut, dass ich das schon mal vorher weiß. Ah, die haben auch so eine Anzeige, ob sie sich bedroht fühlen. Okay, das ist... Oh. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Der gute Basso, den kennen wir ja noch aus dem vorherigen Teil. Aus dem vorvorherigen Teil. Den haben wir in Thief 2 kennengelernt. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Was ist sie denn dann? Neues Ziel, schleiche durch die Gärten. Verhalte dich geräuschlos und bleibe außer Sicht. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt.
Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Moam, was hast du damit zu sagen, Saviline? Mir fällt gerade ein, ich muss das Game ja noch updaten. Sekunde, ich hock mich mal eben hier in die Ecke. Ich muss ja noch mal einmal hier kurz... Wir spielen ein anderes Spiel. Thief. Informationen aktualisieren. Und... weiterspielen. Ach, sie hockt ja auch noch hier. Drücke in Bewegung leer, um zu sprinten und schnell von Schatten zu Schatten zu laufen. Irgendwas klappt hier mit Springen nicht so ganz. Sprinten. Warum kann ich nicht sprinten? Kann man das einer sagen? Gebt mir ein M. Warum? Was ist los? Wofür? Fritt will ich damit sagen, Mamba wäre nichts. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Ist doch gar nicht richtig. Shift ist sprinten. Und nicht leer. Hallo? Hey, hä? Was war das? Wie geht denn das? Ich bin gesprintet. Ach, kann ich wahrscheinlich irgendwie in der Hocke sprinten? Nicht dabei in die Hocke gehen, glaube ich. Ja, das kann sein. Die Gäste sollen nicht ja, sehen, das wie hilft das Ding mir gerade auch Geist nicht auf. So richtig. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen. Ich versuche das gerade mal irgendwie so zu schaffen. Ach! Strahlende Zukunft, in der einmal. Einmal drücken. Ich muss das nur einmal antippen. Und nicht gedrückt halten. Das war mein Fehler. Ich darf ihn noch nicht K.O. schlagen, das habe ich noch nicht gelernt. Okay. Wenn es so sein muss, schleiche dich langsam von hinten an die Wache an, duck dich, um nicht entdeckt zu werden. Jetzt lerne ich es also. Sehr gut. Halte E. Halte in der Nähe argloser Person E, um sie zu bestehlen. Bronson, komm mal her. Ha? Erschreckend. Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Auf bestimmten Oberflächen wie Wasser sind Bewegungen geräuschvoller. Halte Steuerung, um dich langsamer und leiser zu bewegen. Alles klar. Litschiplatsche. Und genau deshalb bin ich kein guter Geist bei Mysterium. Denkt keiner so verquer wie ich. Tja, Saviline. Was soll man da sagen? Ein Wasserpfeil. Aber schick. Auf Nummer 6. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Wie mache ich denn den Pfeil weg? Waffe einstecken. Was könnte Waffe einstecken sein? Ha! Rechtsklick. Oh, wieder dieses Wasser. Irgendwie ist das Spiel nicht ganz stabil von den Frames. Kann das sein? Ruckelt das bei euch? Also ist alles bei euch okay? Es droppt hin und wieder mal so ein bisschen Frames. Verdammte Feuer geht
zünd dich wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Weg ist er. Komm schon. Drücke Q, um nicht an der Person K.O. zu schlagen. Schnell, bevor die Wache ein Opfer findet. Oh, ich befehle dir, stehen zu bleiben. Ich war noch am Lesen. Mann, ich will mir die Anleitung noch durchlesen, die da steht. Tja, das wohl deutscheste Wort ever. Also bei mir ist eigentlich alles okay. Aber ich bin ja auch nicht der Standard. Wenn es bei einem okay ankommen kann, dann ist es ja bei allen okay. Pausiert weiter. Wie überspringe ich das? Gar nicht? Schade. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Komm schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Schnell, lautlos und lebendig. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Oh, 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 oh. Die Dame hat wohl ein paar Problemchen. Aber tatsächlich haben wir noch nie jemanden umgebracht. Zumindest keinen Menschen in Thief. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. So, und auf damit. Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Ja, die Kralle werden wir aber auch noch benutzen. Triff Aaron auf dem Dach. Bleib außer Sicht. Inventar voll? Wie Inventar voll? Drücke E, um eine Flasche von der Kiste zu nehmen und drücke 0, um sie auszurüsten. Ja, ich habe eine Waffe zum Werfen. Okay. Oh? Nee. Achso, ich kann auch einfach so werfen. Ah, jetzt sehe ich auch wohin. Praktisch. Wer war das? Ich. Das ist alles nur Wurf-Items, ne? Okay. Wer immer da ist, er soll hervortreten. Ach so. Vielleicht habe ich gar nichts gehört. Hey. An mir kommst du nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Ich glaube wohl. Oh, heilige Alarmglocke. Wenn ich ihn finde, wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um mein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir. Keine Ahnung, aber ob ich da schon war. Er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Sir. Weißt du, was für ein Gerücht? Ich muss mal eben... Ach, korrupt. Okay, alles klar. Ich muss mal selber in meinen Stream gucken, was für ein komisches Gerücht es denn sein soll. Aber ich kann hier runter. Oh, wow, wow. Ich dachte, die Leiter wäre im Schatten gewesen. Das sah aus wie Schatten. Scheiße. Scheiße. Da unten lagen Items. Da war Loot. Den wollte ich haben. Ist das doch nicht im Schatten? Es ist doch 1A im Schatten hier, die Leiter. Okay, dann halt nicht. Wenn ich nicht darf, dann nicht.
Z, um zu beobachten. Wow. Da komme ich nicht hoch. Aber hier ist ja ein Seil. Hüp, 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 hüp. Na, wir werden umgebracht. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Oh, ihr wird was passieren. Stiehl ihre Kralle. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Und jetzt wird sie... Ach, Garrett. Ach, Garrett. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Skemmamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Yeah.